Hallo, herzlich willkommen beim Get Naked Kochen mit Nui. Heute habe ich schon ein paar Sachen vorbereitet. Heute machen wir gebratenes Hühnerfleisch mit rotem Curry, Fisollen und wieder mit Kaffeelimettenblätter. Und heute habe ich eine Überraschung für euch. Ans Gas, die Monika Weinsettl. Hallo. Hallo Monika. Hallo Nui. Heute machen wir gebratenes Hühnerfleisch mit rotem Curry und Fisollen. Gut. Also ich weiß, dass du vegetarisch bist. Vegan. So vegan sogar. Ja, aber das macht nichts. Solange ich es nicht essen muss, ich helfe dir gern kochen. Nein, musst du nicht essen. Und der Gerol, ich hoffe, der hat das schon für dich etwas kochen. Ja, er hat mir das letzte Mal was mitgebracht, das war sehr gut. Ja, danke. War echt gut. Danke. Ja. Aber dann nachher, glaube ich, ich lasse dich auch einmal was probieren von letztes Mal, okay, was wir gekocht haben. Gut, okay. Ja, fangen wir jetzt einmal an, so mit den Zutaten. Ja. Rotes Curry. Okay. Und dann Kaffeelimettenblätter. Die was? Kaffeelimettenblätter. Kaffeelimetten? Kaffee. Ja, ah. Limettenblätter. Okay. Also, kennst du das schon? Nein. Kann man das so auch essen? Ja, aber nicht, also ganz kleines Stück, wenn du probieren magst. Oh je, ist es scharf? Nein, es ist nicht scharf. Sagst du immer, das ist nicht scharf? Ja, stimmt. Hm? Ah, das ist das, was ich nicht mag. Jetzt das weiß ist nicht ich. Das. Ja. Die hast du schon mal gegessen mit den Curry? Ja, das habe ich mal. Das habe ich mal irgendwo in einem Asiaten. Und ich habe mit dem Gerold geredet und habe gesagt, da muss es irgendein Gewürz geben oder so. Ja. Der Geschmack ist sehr, sehr besonders. Ja, so etwas intensiv. Ja, auch, ja. Ne? Darf ich das? Ja, sicher. Warte mal, ich hole dir mal ein bisschen Küchenrolle für dich. Danke. Wieder schon. Und das heißt, du magst auch keinen Koriander, oder doch? Doch, ich glaube schon. Aber das ist einfach wahnsinnig intensiv, wenn du nämlich direkt dann im Gericht in ja. Genau. Okay. Wir fangen mal an. Also ich gebe es dann mal Mörse. Ja. Also Knoblauch stampfen. Okay. Ja. Wie viel? Ich gebe es einfach alles rein. Alles. Ja. Vorsichtig stampfen, okay. Dass dann halt bis nicht. Also nicht drücken, einfach wirklich stampfen. Echt? Ja. Aufhauen? Ja, bitte. Aha, okay. So ein Gerät habe ich in meiner Küche gar nicht. Ich habe nur so ein kleines Ding, da kann ich ja. Tabletten zermalmen. Aber echt, so mach? Und ja, noch ein bisschen, ja. Ich meine, das muss man ja herzeigen auch. Schaut ja jetzt schon. Also riechen tut schon gut. Aber aussehen tut noch kurz nicht stampfen und dann haben wir schon. Warte mal, kein Problem. Aussehen tut noch nicht wie lecker essen. Ja. Okay. Oh, das passt schon. Oh, warte mal. Ich hole mal kurz einen Löffel. Ja. Arg. Und dann, na klar, da kommt schon? Da der Knoblauch. Das Knoblauch mal jetzt. Ja. Ja. Mal. Und jetzt werden wir Fisolen schneiden. Kannst du mir bitte helfen? Gerne. Ja, ich hätte es gern. Also so. Mal. Zentimeter, genau. 1,5 Zentimeter Breite. Ja, circa. Okay. Und dann gebe ich da rein. Wieder schon. Nebenbei schneide ich mal die Kaffeelimettenblätter. Ich hätte das muss ich schräger machen, gell? Damit es größer ist. Genau, oder? Ja. Genau, super. Ich habe für all das habe ich immer so Küchenhilfen. Ja, wirklich, ich habe für alles irgendeinen Schneider. Nicht so einen Schneider, halt einen. Ah, also ich weiß schon, diese so wie eine Küchenmaschine. Oder ja, ja, genau. Du kochst auch gerne, nehme ich an. Ich koche halt, weil es durch die Lockdowns war es halt, ging es nicht anders. Musst du halt selber viel kochen. Ja. Und weil wir beide vegan essen, können wir uns auch nicht so viel jetzt holen. Ja. Verwendest du auch so Tofu oder sowas? Ja, wir verwenden verschiedene so Fleischersatz. Dinger, Ja, die sind auf Erbsenbasis oder Linsenbasis oder so.
Und da gibt es alles schon. Ja? Ja. Burger bis zum Faschierten, bis zum Schnitzel. Das stimmt, ja. Das haben wir, das haben auch bei uns so sogar Ersatzente. Ja, ja. So ja. Rindfleisch oder ich sowas. Ich auch schon gegessen. Ja, die haben wir schon gehabt. Ah, okay. Ja, da gibt es einen veganen Supermarkt, der hat das alles. So, wie viel sollen wir da machen? Alle? Ja, bitte. Ja. Nicht zu viel reden. Das ist sehr schnell. Echt? Okay. Wir sind ja gleich fertig. Ja, das Schöne ist, das können wir ja schneiden. Also, meine, nicht nur die Fisolen, sondern auch im Film. Ja, wir werden dann so. Jetzt haben wir alles. Okay. Wir gehen dann halt gleich rüber zum Kochen. Okay, gut. Gehen. Gut, was machen wir? Ja, also zuerst mal das Curry. Warte, das ganze Curry? Nein, also ach, nur, ich gebe es dir halt. Ja, gib dann gib mir mal. Ja. Was so. Ist Curry genau? Was sind, es ist eine rote Paste? Curry, eine rote Currypaste. Ah, okay. Es ist verschiedene, okay. Also Kräuter, also Zitronengras und Galgan und dann Knoblauch. Und das machst du extra oder krieg ich das, kann ich das kaufen? Die kann man auch fertig kaufen, ja. Ah, okay. Auch im Supermarkt oder beim asiatischen Geschäft. Okay. Geben wir dann halt circa ein voller Löffel. Okay. Und dann tust du dann halt abbraten. Oh. Abbraten, das heißt zuerst mal zerlegen. Ja, bitte. Okay. Und gebe dann noch dazu so Knoblauch dazu. Ja. So richtig zerlegt sie das nicht. Das kann schon. Kann man schon? Weiß ich. Ich Wasser? Noch ein bisschen Wasser. Oh, Deckung. Ja, da zahlt sich das Kücheputzen nachher aus. Ja. Okay. Ja. Damit sich das, die Paste besser genau, ja. zerlegt. Okay, mache ich das richtig oder willst du ja, eingreifen? Ja, super. Weil ich das eher ein bisschen. Also das ist ziemlich heiß. Ja. Okay. Das ist ein schnelles Anbraten quasi. Ja, okay. Genau. Jetzt gebe ich dann noch ein Hühnerfleisch rein. Ja. Warte, kann. Ja. Ich tue noch ein bisschen so Feuer. Noch ein bisschen Wasser. Ja. Boah, das geht eh schnell. Das ist ja. Also überhaupt mit Gas zu kochen, ja. Ist überhaupt, also ist eigentlich auch viel besser. Schneller. Ja. Tut dann noch ein bisschen würzen, so aus der Sauce. Austernsauce. Ja. Zwei volle Löffel. Zwei Löffel, okay. Ja. Wie viele Personen kochen wir da eigentlich? Es ist circa 4 Personen. Okay. Das, was wir jetzt kochen. Gleich verrühren? Ja, bitte. Dann geben wir noch Sojasauce auch. Sojasauce auch. Zwei Löffel, ja. Okay. Ich finde, mit Sojasauce kann man wahnsinnig viele Gerichte retten. Ja. Wenn es nach nichts schmeckt, ja. Kann man immer Sojasauce dazugeben. Dann gebe ich noch Zucker, also Braunzucker. Ja. Nach Gefühl. Nach Gefühl, genau. Ja. So circa zwei so. Ja. Zwei Prisen. Zwei Prisen, meine Prisen. Braunen Zucker. Ist, genau. Ja. Es riecht schon scharf, ne? Das ist nichts für dich. Scharf riecht scharf, das echt? Ja. Okay. Nein, ich rieche das jetzt gerade gar nicht. Nein. Das Austernsoße ist aber nicht scharf, oder? Nein, das ist aber eine Currypaste. Ah, die Currypaste. Ja. Ach so. Das gebe ich dann halt noch. Die Fisolen und die Kaffeelimette. Okay. Ja. Ich noch ein bisschen ab und zu Wasser reingießen. Noch ein Wasser. Ja, schon. Kann man das im Wok auch machen? Ja, natürlich, ja.
Da hat man mehr Platz zum Umrühren dann. Ja. Okay. Das lassen wir eh lassen noch wir ein bisschen mal, kochen, gell? Wie lange bist du eigentlich vegan? Oder vegetarisch? Jetzt ziemlich oder vegan? Genau, ein vegan, ziemlich ja. Genau ein Jahr, über ein Jahr. Wir haben das einmal ausprobiert und haben gesagt, weißt du was, probieren wir das eine Woche? Ja. Ja, und dann hat es uns gut getan und haben gesagt, jetzt machen wir weiter und irgendwann haben wir darauf vergessen und seitdem essen wir einfach vegan. Ja. Ja, okay. Aber es geht, man kommt gut über die Runden. Also es fehlt uns nichts. Was dir nicht gefällt von Fleisch, also zuerst Geschmack? Also oder Fleisch irgendwie? Sowieso nie, aber der Käse am Anfang. Käse, Milchprodukte, aber wir merken einfach, wie gut es uns tut, das nicht zu essen. Also kann man auch gut drauf verzichten. Ja, super. Also meine Mutter macht das auch, zum Beispiel zu ihrem Geburtstag oder manchmal dann halt gleich 2 Wochen ohne Fleisch zu essen. Ja. Oder alles, was dann halt so riecht, zum Beispiel, so wie Ingwer oder Jungzwiebel, so komplett ohne Fleisch und ohne Knoblauch, also alles halt. Ja. Nur ja. Halt so die Gemüse, die halt neutralisiert. Mhm. Es ist eigentlich reinigt das Körper auch. Ja. Habe ich gehört. Also es ist vor allem, es ist auch gesundheitsfördernd, weil kaum Entzündungen mehr im Körper sind. Also gesund ist es auf jeden Fall, man ist auch nicht so müde. Das ist für sicher so. Jetzt tun wir noch den Abbraten. Wie viel Hühnerfleisch hast du da reingegeben? 750 oder so circa, ja. 750 Gramm, ja. Also man kann natürlich mit diesem Gericht auch mit Tofu machen oder einfach nur Gemüse abbraten und dann die Würsten halt einfach nur mit Sojasauce und dann Braunzucker. Okay. Ja. Weil ich kenne dieses Curry nicht. Ich muss schauen, wo ich das kriege. Also beim Supermarkt kannst du schon kaufen. Ganz normal, Supermarkt? Ja. Ah, okay. Also ich habe viele Supermärkte gesehen, dass dann halt auch so, du kannst natürlich auch selber machen. Ja, auch. Es ja. ist einfach so Chili, Knoblauch, Schalotten, Kaffeelimetten, also wenn es das nicht macht, dann geht es halt nicht rein. Du, sag, erklärst du mir was? Bitte. Gibt es einen Unterschied, einen wirklichen, zwischen Schalotten und Zwiebel? Also Schalotten, also wir Thailänder benutzen eher mehr von Schalotten. Schalotten ist mehr intensiver von Geschmack und von Riechen auch. Und zum Beispiel wir verwenden so verschiedene Gerichte und verschiedene Zwiebeln. Okay. Bei Machergericht ist dann halt diese normale Zwiebel. Ja, schon, ja. Aha, okay. Dass man alles lernt. Ich habe mir dann gedacht, Schalotten, das ist der deutsche Ausdruck für Zwiebel. Also es ist eigentlich die Deutschen unterscheiden, deswegen, Es ist eigentlich schon eine andere Art von Zwiebeln, diese rote Zwiebel. Ja. Und die rote Zwiebel und diese weiße Zwiebel machen eher mehr süßlicher Geschmack. Ja, ja, ja. Und die Schalotten eher schärfere Geschmack. Ah, okay, okay. So, wir sind gleich fertig. Nur noch ein paar Minuten. Schaut gut aus. Und Salz gehört auch noch dazu, oder? Die habe ich nicht reingegeben, weil beim Currypaste ist schon Salz drinnen. Okay. Deswegen, also habe ich dann halt nicht reingegeben. So, ich schaue mal noch kurz, tun wir noch kurz kontrollieren. Ja, wir sind schon fertig. Wir sind schon durch. So. Überall spritzt. Genau. Also aussehen tut das hervorragend. So, das sind wir. Kann man dazu jetzt Reis? Ja, genau. Also wir essen dann halt Reis dazu. Okay. Weil ohne Reis wäre es ein bisschen sehr intensiv. Okay. Und also ich muss immer auch überall mit Reis dazu essen eigentlich. So, Monika,
Vielen Dank ja, für die Hilfe. Ich danke heute. Dir. Die Fisolen koste ich auf jeden Fall. Ja, gerne. Ja, machen wir. Ich sterbe nicht, wenn ein Hühnerfleisch auf meinem Teller liegt. Das okay. Das gleich, ja. Ja okay. Also, das war auch in derselben Pfanne. Ich möchte es nur ein bisschen kosten. Ja. Danke dir. So, wir holen wir auch Niki dazu. Unbedingt. Ja. Niki? Ja, dann komme ich her. Bist du mit? Na Mädels, wie ist es gelaufen? War es erfolgreich? Das musst also, du jetzt festlegen. Ja, nein, deswegen lass dich mal kosten, nachdem mal schauen. Nur das Grünzeug ja. esse. Ja, Moni, auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und uns da bei der neuen Küche besucht hast ja, und gerade kräftig mitgeholfen hast. Man lernt ja sowieso schon. Ja. Dankeschön. Wunderbar dann. So, ist das jetzt scharf? Ja, also ja, für dich muss wahrscheinlich ein bisschen mehr Reis dazu essen. Sie singst es jetzt ehrlich. Nein, ist nicht scharf. No. Aber wie üblich scharf. Und sie verspricht mir immer, es ist nicht scharf. Aber es ist gut. Wenn sie jetzt dazu sagt, scharf, sie hat recht. Nein, es ist wirklich gut. Ja, nur Dankeschön. Ja, gerne. Ich glaube, das war unsere vierte Sendung heute schon. Ja, ja. Wunderbar. Dankeschön fürs Zuschauen. Nui, danke. Moni, noch einmal ein großes Dankeschön für dein Kommen. Weiter gutes Gelingen. Ja, bis zum und nächsten Mal, mein Lieben. Und den Beitrag. Genau. Und abonnieren. Ja, genau. Tschüss. Bis bald.